Hallöchen, YouTube, da sind wir wieder. Und wir haben beim letzten Mal diese kleinen, nicht Goblins, Boglins, bekämpft, erfolgreich, haben ihre Höhleneingänge zum Einsturz gebracht und stehen jetzt hier in Wackenstein und werden jetzt erstmal schön mit allen quatschen. Wenn wir überhaupt mit irgendjemandem quatschen können. Ich glaube nicht. Ich glaube, ich gehe erstmal. Ich guck mir das erstmal an. Kann mich schon wieder nicht bewegen. Muss ich hier hin? Ah, ich muss erst hier. Alles klar. Können wir mal ein bisschen reinzoomen? Ja, nicht so richtig. Ich danke euch. Habt ihr Helga gesehen? Helga! 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 Wo bist du? Helga aus der Hölle. Gut, Hallo? Ich bin Tungdil Goldhand. Das hier sind meine Begleiter. Boindil und Boendal, Rodario, Furgas und Namora, Bavragor und Goingar. Habt ihr Helga gesehen? Nein, haben wir nicht. Wenn ich fragen darf, wie ist euer Name? Nennt mich Hensen und lasst das Geäusche. Erstmal danke für die Granaten. Ich wollte mich bedanken. Deine Granaten haben uns wirklich sehr geholfen. Granaten? Ah ja, kein Problem. Ich habe sie benutzt, um Geröll zu beseitigen, aber dabei habe ich wohl auch diese Quellgeister zu mir gelockt. Kann ja keiner ahnen, dass es hier Boglins gibt. Und als ob das nicht schon schlimm genug wäre, kamen dann auch noch die Orks und haben meinen Ochsenschädel mitgenommen. Und, Helga? Wo ist Helga? Wer ist überhaupt Helga? Wenn ich fragen darf, wer ist diese Helga? Helga? Wo? Ich weiß es nicht. Ich wollte nur wissen... Helga ist meine Frau. Habe ich das nicht erwähnt? Wir sind zusammen hergekommen. Aber dann kamen die Orks und sie war weg. Ob sie nach Hause gegangen ist? Helga! Du hast eine dunkle Ahnung, was mit Helga passiert sein könnte. Aber da du keine Beweise hast, sagst du lieber nichts. Wenn ihr sie seht, dann sagt ihr Bescheid, ja? Das werden wir tun. Aber was genau machst du? Achso, ich brauche das ja gar nicht vorlesen. Da werde ich mich das ganze Projekt nicht mehr dran gewöhnen. Was bringt dich hierher, Hensen? Ist nicht gerade die beste Gegend. Seid ihr nicht wegen des Festes hier? Das unglaubliche Fest von Wackenstein. Meine Frau und ich wollten es unbedingt erleben. Der blinde Wächter, die Statue dort, ist der Schlüssel. Sie ruft Menschen von nah und fern zum Fest. Im Archiv von Viransiensis habe ich schließlich Hinweise gefunden, wie man den Wächter aktivieren kann. Wow. Hensen hat übrigens einen Bruder. Die haben in den 90ern haben die Musik gemacht. Die nannten sich die Hensen Brothers. So, lassen wir das. Erstmal wollen wir was über das Fest wissen, denke ich. Also, was hast du über das Fest herausgefunden, Hensen? Siehst du die Statue? Das ist der blinde Wächter. Du kannst ihn wohl den Schutzpatron von Wackenstein nennen. Es heißt, wenn das Fest beginnt, dann folgen die Feiernden aus allen Himmelsrichtungen seinem Ruf. Laut meinen Nachforschungen benötigen wir drei Dinge, um das Fest zu starten. Einen brennenden Ochsenschädel, die Feuerfresserglocke und Eisenkräuter. Eigentlich hatte ich alles, aber naja, dann kamen die Orks. Die Feuerfresserglocke? Woher bekommen wir die Feuerfresserglocke? Und was ist das überhaupt für ein Name? Viransiensis. Ich habe sie bis zu einem Sammler verfolgt, der außerhalb der Stadt in einem Anwesen an der Südmauer lebt. Der Legende nach war die Glocke an einem schwarzen Turm befestigt. Der Turm fing Feuer. Die Glocke fiel herunter und erstickte den Brandherd. Den Rest kannst du dir wohl denken. Das Läuten der Glocke öffnet den Weg für die lodernden Feuer in unseren Seelen. So steht es jedenfalls geschrieben. Viransiensis also. Worauf warten wir dann noch? Wir besuchen den Sammler und... Ja, am besten geht er ohne mich. Ich habe hier noch einige Dinge vorzubereiten. Dafür, dass er offensichtlich sich ordentlich einen angesoffen hat, hat er doch noch ein ganz gutes Gedächtnis.
Ich habe gehört, es soll ja einen Geheimgang geben, ne? Das haben wir auch noch nicht gefragt, glaube ich. Weißt du von einem Geheimgang durch die Berge? Geheimgang? Nein, kann ich nicht sagen. Aber es heißt, wenn der blinde Wächter erwacht, dann kommen Leute aus allen Himmelsrichtungen zum Fest. Vielleicht kommen sie auch aus dem Gebirge. Das ist doch jetzt nochmal der gleiche Text, oder? Um das Fest zu beginnen, brauchen wir den Ochsenschädel, die Feuerfresserglocke und die Eisenkräuter, richtig? Genau. Dann müssen wir den Schädel entzünden, die Glocke erklingen lassen und die Kräuter verbrennen. Und dann passiert es. Du bist dir ziemlich sicher, dass ihr eure Zeit verschwendet. Ein riesiges Fest mitten im Nirgendwo? Du setzt deine Hoffnung darauf, dass in jeder Geschichte ein Funken Wahrheit steckt und sich irgendwie ein Pfad durch die Berge öffnet, wenn ihr das alte Ritual durchführt. Okay. Bis später, Hansen. Gib mir Bescheid, wenn ihr Helga seht. Machen wir. Der blinde Wächter. Ihr habt in den Bergen eine Art Kolosseum gefunden. Ein Mann namens Hansen behauptet, hier hätte es in vergangenen Zeiten legendäre Feste gegeben, zu denen sich ein Weg durchs Gebirge öffnete, damit Feierwütige aus allen Himmelsrichtungen nach Wackenstein strömen konnten. Euch erscheint es unwahrscheinlich, dass es an solch einem abgelegenen Ort ein großes Fest geben soll. Super. Laut Hansen eröffnet der blinde Wächter eine große Statue, das Fest, und gibt den Weg nach Westen frei. Um ihn zu wecken, müsse man einen Ochsenschädel verbrennen, eine Glocke erklingen lassen und Kräuter in einem Becken verbrennen. Verrückt. So, wir gucken uns jetzt... Ich kann mich nicht bewegen. Ist das richtig, dass ich mich nicht bewegen kann? Hansen, hast du einen Moment Zeit? Oder hast du Helga gefunden? Nee, oder backt hier irgendwas rum? Um das Fest zu beginnen, brauchen wir den Ochsenschädel, die... Genau! Du bist hier ziemlich... Bis später, Hansen. Gib mir Bescheid, wenn ihr Helga seht! Ja. Kann es sein, dass es wieder hart rumbackt? Liegt es im Bereich des Möglichen? Nee. Nervt ein bisschen. Was machen wir denn da? Ich meine, wir können uns ja hier, oder muss ich jetzt... Ach, herrje. Das heißt, wir können uns... Es hat gar nicht rumgebackt, wie ich dachte. Wir können uns, bevor wir uns die Sachen angucken... Getrocknete Kräuter. Bevor wir uns die Orte angucken, an denen wir dann irgendwas verbrennen müssen, etc., müssen wir erst das Zeug finden. Jetzt müssen wir nämlich dahin. Oder auch nicht. Müssen wir noch mit ihm quatschen jetzt, oder was? Hansen, hast du einen Moment Zeit? Hast du Helga gefunden? Bis später, Hansen. Gib mir Bescheid, wenn ihr Helga seht. Ja. Backt es jetzt oder backt es nicht? Denn huch, jetzt haben wir nur noch... Kann ich mir jetzt das Ding angucken? Nö. Ja, super. Toll, wie das hier alles funktioniert. Das ist aber echt schon, das ist schon fast... Also wenn das jetzt wirklich ein Bug ist, ich will nicht schon wieder
voreilige Schlüsse ziehen, das mache ich ja relativ häufig und schiebe es aufs Spiel. Aber wenn das wirklich ein Bug ist, dann ist der ja schon fast, dann ist das ja ein Gamebreaker schon fast. Hier geht ja gar nichts weiter. Hier geht ja gar nichts weiter. Ich probiere jetzt nochmal. Hier ist ein Autosave. Ne, der ist von, ich wollte gerade sagen, 20.40 Uhr, so spät ist er noch gar nicht. Hier geht nix. Hier geht nix. Mit den Zwillingen können wir nicht quatschen. Also es ist ja schon mal seltsam, dass wir uns hier nicht frei bewegen können. Ja, das zeigt ja schon mal, dass mit dem Gebiet hier an sich offensichtlich irgendwas im Argen liegt. Was machen wir denn jetzt? Ich will jetzt nicht schon die Folge beenden. Pass mal auf. Wir laden nochmal den Spielstand vom Anfang. Nee, ich kann mich ja gar nicht bewegen, Suki. Achso, wobei, auf den Ausgang zu klicken. Ah, das habe ich gar nicht probiert, auf den Ausgang zu klicken. Getrocknete Kräuter. Ja, ja. Interessant, nicht wahr? Also irgendwas... Ich kann auch jetzt nicht... Okay, aus dem Gebiet kann ich raus. Warte, dann probieren wir mal was anderes. Dann lade ich jetzt den Spielstand von eben nochmal. Wo wir schon die ganzen Gespräche abgeklappert haben. Nö, ich werde da jetzt, wenn das jetzt hier nur, also wenn das jetzt hoffentlich funktioniert, dann hat das ja nur zwei, drei Minuten gedauert. Da muss ich da nichts cutten oder so. Okay, hier können wir auch raus, das ist schon mal gut. Danke für den Ansatz. So. Jetzt verschwenden wir zwar ein paar, Vorräte. Die alte Ruine Wackensteins taucht vor euch auf. Ja, ja, wir betreten natürlich Wackenstein. Da stehen sie nun alle. Jetzt können wir uns auch das Ding angucken. Wunderbar. Ein Holzhaufen. Oder sollte ich besser Scheiterhaufen sagen? Glück gehabt. Hoffentlich geht das jetzt weiter. Jawohl, wunderbar. Die Kräuter brennen. Brannten, meine ich natürlich. Irgendwas haben wir nicht richtig gemacht. Was? Wo kriegen wir denn so einen Ochsenschädel her, so einen Ollen? Oder haben wir so ein Ding im Inventar? Ich glaube ja fast nicht, ne? Lass mich, ich will mich bewegen. Können wir jetzt vielleicht mal mit den Leuten quatschen? Okay, ist offensichtlich nicht vorgesehen. Ist auch keine Sprechblase da, also... Ein Ochsenschädel... Inventar haben wir sowas auch nicht. Das sind die Kräuter, genau. Die haben wir ja gefunden. Was brauchen wir? Einen Schädel und eine Glocke. Und die Glocke müssen wir wahrscheinlich erstmal weiter. Und brauchen einen Ochsenschädel und eine Glocke. Im Questlog sollte sich eigentlich nichts getan haben. Nee.
Okay. Okay. Weil hier können wir jetzt tatsächlich nur noch die Schale anwählen, können nochmal mit Hensen reden oder können das Gebiet verlassen. Also, verlassen wir das Gebiet. Wir haben ja was vom blinden Wächter gehört. Oder nee, das war ja die Statue, war der blinde Wächter, ne? Moment mal. Kann ich das Gebiet nicht wieder betreten? Wenn ich auf demselben Fleck stehe, das ist ja auch die alte komisch. Ruine Wackensteins taucht vor euch auf. Ich will noch mal gucken, ob wir jetzt aber beim blinden Wächter können wir... Konnten wir ja nichts machen. Ich will da nur noch mal kurz gucken. Steht ja nur, dass wir vor dem blinden Wächter und... Ich vermute, das ist der blinde Wächter, obwohl er jetzt keinen blinden Eindruck macht. Wir können aber hier mal das Gebiet weiter erkunden. Vielleicht geht es ja hier noch weiter. Tungdil? Das war jetzt nicht so klug. Vielleicht können wir ja hier hinten noch hoch irgendwie. Ah, hier ist noch was. Guck mal einer an. Eine Halterung, an die man etwas hängen kann. Muss für die Glocke sein, die Hensen erwähnt hat. Okay. Das war aber jetzt auch nichts bahnbrechend Wichtiges mehr. Nö, da müssen wir erstmal die anderen beiden Gegenstände finden. Ich habe jetzt hier keine Ahnung. Also hier ist ein Ochsenschädel, aber uns fehlt ja dann auch noch die Glocke. Mit dem Ochsenschädel können wir auch aktuell nichts machen. Ich glaube auch nicht, dass wir jetzt schon irgendwie... Wir haben ja keine Gegenstände, die wir kombinieren können. Etc. Also auf zur World Map. Gasthaus waren wir, beim Anleger waren wir noch nicht. Dann gehen wir nochmal ins Gasthaus. Warum leckt das so? Was ist da los? Euer Weg führt euch erneut zum Gasthaus Minneburg. Der warme, häusliche Schimmer aus dem Inneren wirkt wie immer einladend. Ihr betretet das Gasthaus erneut und setzt euch an einen feinen Tisch. Wie gewohnt bestellt Boindil eine Runde Starkbier, die prompt gebracht wird. Ich will nur noch kurz gucken, ob du hier was zur Theke, kaufen hinter der die Wirtin arbeitet, und setzt dich auf einen Hocker davor. Die Wirtin, eine stämmige Frau mittleren Alters mit langen, zu einem Zopf gebundenen Haaren, schaut kurz auf, sagt aber nichts. So. Nix. Du nickst der Wirtin. Ihr müsst Bavragor und... Das haben wir ja alles schon gehört, deswegen klicke ich das mal weiter. Wir gehen mal noch zum Anleger in der Folge. Ihr kommt an einen leeren Anleger am Wortsee. Auf dem See könnt ihr einige Fischerboote sehen und am anderen Ufer ist ein kleines Dorf. Ah, Pfahlbach, ein idyllisches Örtchen und die Töchter des Müllers. Ah, Ihr müsst wissen, Rodario ist ein kleiner Schwerenöter. Er vögelt sich durch jedes Dorf, auf gut Deutsch. Wollen wir übersetzen nach Pfahlbach? Können wir eigentlich machen, ne? Ich möchte dann noch oben zu dem Fragezeichen, und hier war ja auch noch irgendwas ein bisschen weiter rechts, deswegen, ich glaube, wir können mal übersetzen. Holla, könnt ihr uns ans andere Ufer übersetzen? Zunächst glaubst du, der Fischer habe dich nicht gehört. Doch dann dreht er bei und nähert sich dem Ufer. Als das Boot fast bei euch ist, ruft der Fischer zurück. Zwerge? Habt ihr euch verlaufen? Na, was soll's? Ich bin Samuel. Wenn ihr rüber wollt, wird euch das was kosten. Essen für 10 Tage oder 20 Gold, was immer euch lieber ist. Hä, 20 du Gold überreichst natürlich. Samuel das Gold, und nach einer langen Diskussion mit den Zwergen in der Gruppe folgt ihr ihm ins Boot. Am anderen Ufer springen die Zwillinge praktisch aus dem Boot, sobald das rettende Ufer in Reichweite ist. Wir hätten sterben können. Ich hoffe, das war es wert, Gelehrter.
Ihr müsst wissen, Zwerge und Wasser ist in diesem Universum so eine Geschichte. Es gibt eine Göttin namens Elria. Und auf den Zwergen liegt Elrias Fluch. Und Elrias Fluch besagt, dass sobald ein Zwerg Wasser zu nahe kommt, er eigentlich unwiderruflich und ohne Umschweife ertrinken wird. So, und wir werden uns in der nächsten Folge zum einen das Versteck der Diebesbande anschauen. Und zum anderen Viransiensis. Da hat ja Hensen oft von geredet. Und ich glaube, wenn wir das dann soweit abgeklappert haben, dann sollten wir bestimmt auch Ochsenschädel und Glocke? Die Glocke gibt es, glaube ich, hier. Vielleicht finden wir den Ochsenschädel im Diebeslager. Ich wüsste zwar nicht, was Diebe mit einem Ochsenschädel anstellen sollten. Da fand ich die Anregung im Chat, dass wir dafür vielleicht in ein Orklager müssen, schon ein bisschen sinnvoller. Aber das werden wir alles in der nächsten, beziehungsweise in den nächsten Folgen sehen. Ich sage bis hierher danke fürs Zuschauen. Hoffe, es hat euch gefallen und ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.